Herzlich willkommen zur Veranstaltung Verteilte Systeme an der Hochschule für Technik Stuttgart. Ich bin Gero Lückemeier und halte diese Vorlesung gemeinsam mit meinem Kollegen Sebastian Speiser. In der dritten Sitzung wollen wir uns mit entferntem Methodenaufruf näher beschäftigen, auf Englisch Remote Method Invocation oder kurz RMI. Ich werde Ihnen auch zeigen, wie man das in Java als der Programmiersprache, mit der Sie am vertrautesten sind, umsetzt. Das übersetzt sich in folgende Lernziele. Zum einen sollten Sie das Problem verteilter Objekte und dessen allgemeine Lösung erklären können. Sie sollten gleichzeitig auch die Nebenwirkungen von verteilten Objekten benennen können und dann zeigen, wie in Java verteilte Objekte über Java RMI umgesetzt sind und die Architektur, die dahinter steht, auch erklären können. Da wir uns hier an einer HAW befinden, sollten Sie auch eigene Java-Programme erstellen können und bestehende Programme in Java RMI-Programme umwandeln können, denn Sie bewegen sich normalerweise ja auch nicht auf einer grünen Wiese, sondern Sie haben existierenden Code, der als Monolith oft schon existiert und den Sie demnach gemäß des Nutzens verteilter Systeme, den Sie in der ersten Grundlagenvorlesung kennengelernt haben, umwandeln möchten. Diese Lernziele sind unterschiedlich eingefärbt, wobei die Färbung sich an den Stufen, die Sie hier in der Grafik zu Bloom's Taxonomy sehen, orientiert. Bloom's Taxonomy, ich erkläre es einmal in dieser ersten Sitzung, kennt dabei als unterste Stufe das Wissen. Das könnten Sie also auch durch auswendig lernen erwerben. Und Wissen zeigt sich hier in diesen Nebenwirkungen verteilter Objekte. Sie sollen einfach die Nebenwirkungen benennen können. Weiter brauchen Sie hier nicht zu gehen. Die nächste Stufe, die dann hier blau eingefärbt ist, so wie auch der Text zweier unserer Lernziele, ist das Verständnis. Hier müssen Sie also in der Lage sein, nachher das Ganze so weit verstanden zu haben, dass Sie es auch jemand anderem erklären können. Das bezieht sich hier eben auf das erste und dritte Lernziel. Und die dritte Stufe von unten gesehen, die also nochmal eine Stufe höher angesiedelt ist als Verständnis, ist die, dass Sie dieses Verständnis tatsächlich auch anwenden können. Das ist hier in grün dargestellt. Und das ist das höchste Level, dem wir uns hier in dieser Sitzung nähern werden. Die höheren Stufen sind üblicherweise dann in Seminaren, Forschungsarbeiten oder Masterthesen vertreten oder vielleicht sogar in Promotionen, seltener in diesem Bachelorstudium. Diese Lernziele übersetzen sich in folgende Agenda. Zum ersten zeige ich Ihnen das Problem des Übergangs von einem lokalen zu einem verteilten Programm. Und zwar eben gerade diese Fragestellung, wie bekomme ich entfernte Objektverweise und was sind die Besonderheiten dahinter. Dann zeige ich die allgemeine Lösung auf in Form von entferntem Methodenaufruf, also RMI. Und danach gehen wir genauer auf die Lösung ein, wie sie in Java umgesetzt ist, auf Java RMI. Ich zeige Ihnen das Paradigma, das Java verwendet und welche Architektur dann daraus resultiert. Und im Anschluss werde ich einige Beispiele mit Ihnen erstellen, bevor ich das Ganze mit einer Zusammenfassung abschließe. Nun zuerst also zum Problem. Wie kommen wir von einem lokalen zu einem verteilten Programm? Erstmal allgemein und dann natürlich auch in Java. Ausgangssituation ist ein lokales Programm. Wir gehen davon aus, das Programm ist halbwegs sauber implementiert. Es gibt also für die zu nutzende Server-Dienstleistung gibt es ein Server-Interface und das Client-Objekt wird jeweils nur über das Server-Interface zugreifen. Es hält natürlich indirekt darüber eben schon eine Referenz auf ein Server-Objekt, nämlich genau auf ein solches Objekt, das dieses Server-Interface implementiert. Aber Sie wissen ja schon, dass in gutem Code Sie normalerweise Variablen immer nur als Instanzen von Interfaces halten, wenn Sie können. Probleme in dieser monolithischen Situation oft, wie klassisch beim Übergang zu verteilten Systemen, dass die Rechenleistung begrenzt ist, die Sie verfügbar haben und dass natürlich auch gleichzeitiger Mehrbenutzerzugriff schwierig umzusetzen ist. Das heißt, wir möchten jetzt zu einem verteilten Java-Programm übergehen. Wie könnte das dann aussehen? Naja, wir haben jetzt einfach unsere eine JVM mal in der Mitte durchgesägt und in zwei JVMs aufgeteilt.
Da ergibt sich jetzt aber das Problem, dass wenn diese beiden Java Virtual Machines als virtuelle Knoten eines verteilten Systems existieren, dass dann zwischen denen ja eine Kommunikation nur noch über Nachrichten möglich ist, wie sie aus den Grundlagen wissen, und dass damit eben also diese direkte Referenz, die er auf den Speicher zeigt, der jetzt in der anderen JVM liegt, nicht mehr möglich ist. Dieses Problem müssen wir also lösen. Die allgemeine Lösung dafür lautet entfernte Objektverweise und Methodenaufrufe. Erstmal brauchen wir für entfernte Objektverweise einen Bezeichner, irgendeine eindeutige Referenz, eine eindeutige ID oder ähnliches, womit wir diese Objektinstanz erfassen können. Wenn wir den haben, dann können wir entfernte Methodenaufrufe auf diesen Objektinstanzen durchführen mit Parametern. Bei den Parametern müssen wir jetzt noch unterscheiden. Skalare Werte, ganz normale Werte, denken Sie in Java an ein Int oder auch an ein Float, die können Sie oder die werden in Java dann auch und in den meisten Konstruktionen, wo man sich das überlegt, einfach als Wert übergeben. Wenn ich also in den Parameter hineinschreibe, ich möchte gerne ein i übergeben und i wäre ein Integer, dann wird hier nicht i übergeben, sondern nur der darin gespeicherte Wert, also zum Beispiel eine 7. Sprich, verändert sich das entsprechend, dann wird das nicht automatisch bei Ihnen auf Client-Seite in diese lokale Variable i zurückübernommen, sondern das müssten Sie selbst tun, weil eben hier nur eine Kopie als Wert übergeben wird, einfach bei Value rein als Wert. Bei Objekten müssen Sie jetzt Objektverweise übergeben. Im Fall eines lokalen Aufrufs müsste das ja kein entfernter Objektverweis sein. Im Fall eines entfernten Aufrufs, da haben Sie aber dann genau dieses Problem, dass Sie einen entfernten Objektverweis haben, und das ist ja gerade das Neue. Zeiger gehen nicht, wie eben schon erwähnt, denn die müssten ja auf einen Speicherbereich in einer anderen virtuellen Maschine zeigen, also in einem anderen logisch gesehen verteilten Systemknoten. Welche externe Darstellung haben Sie für Objektinstanzen? Na, typischerweise einen eindeutigen Verweis, und der muss eindeutig sein, sowohl im Raum, sprich Sie könnten eine Internetadresse nehmen mit Portnummer, und sie muss auch eindeutig sein über die Zeit. Das heißt, Sie müssen gegebenenfalls einen Zeitstempel hinzunehmen, weil ja sonst nicht klar ist, wer zu dem Zeitpunkt einen bestimmten Port hatte, und dazu eine eindeutige Prozess-ID und eine entsprechende Objekt-ID, damit klar ist, innerhalb welchen Prozesses lebt dieses Objekt, und dann die eigentliche Schnittstelle, die man nutzen möchte. Das heißt, die Nachrichten, die man dann für einen entfernten Methodenaufruf abschickt, die müssen einen eindeutigen Verweis auf diese Objektinstanz angeben und müssen dort eben auch angeben, welche Methode und welche Parameter zu verwenden sind. Und die eigentliche Lösung heißt hier, wir schaffen uns einen Stellvertreter, einen sogenannten Proxy. Sie kennen Proxys vielleicht noch aus dem Surfen im Web, wo Sie in Ihrem Browser einen Proxy einstellen. Und der Proxy ist ja nichts anderes als ein Stellvertreter, der Anfragen zuerst entgegennimmt und schaut, habe ich bei mir vielleicht diesen sehr, sehr großen Download bereits gespeichert, und kann dadurch die in der Regel ja wesentlich schmalbandigere Internetleitung entlasten, dass ich das von mir aus direkt ausliefere und diese Anfrage eben nicht nochmal ins Internet geht und von dort irgendein fetter Brocken heruntergeladen werden muss. Das allgemeine Proxy-Pattern sieht dann also so aus. Wir haben auf der einen Seite unser Client-Objekt immer noch, und das Client-Objekt muss nach wie vor natürlich über ein Server-Interface zugreifen. Auf der Client-Seite haben Sie nun aber nur noch den sogenannten Stub, also einen Stumpf, einen Stummel. Und das ist genau der Stellvertreter, den man erzeugt hat aus dem Server-Objekt. Und das heißt, alle Anfragen, die ein Client jetzt stellt gegen diesen Stub, auf den er die Referenz bei sich hat, delegiert dieser Stub einfach an die Serverseite. Und auf der Serverseite lauscht dort der Server-Stub, nennt man ihn manchmal auch. Ich verwende hier bewusst dann den Begriff Skeleton, weil das dann eindeutiger ist, als wenn ich hier auch noch von Server-Stub spreche. Auch das Skeleton ist aus dem Server-Objekt generiert, und dieses Skeleton ruft dann also das eigentliche Serverobjekt auf. Das Skeleton liegt dann eben schon nahe bei dem
Serverobjekt. Die Aufrufnachricht und die Antwort dazu werden versandt im Request-Reply-Protokoll, also Anfrage-Antwort. Manchmal nennt man es auch Challenge-Response, sodass also eine Anfrage jeweils immer beantwortet wird, aber danach keine Quittung mehr erfolgt, wenn Sie an die Kommunikationsmodelle aus Systemmodelle und Kommunikation aus unserer zweiten Vorlesung denken. Was muss in dieser Kommunikation drinstecken? Naja, der Client muss eine Anforderung lostreten, führe diese oder jene Operation durch, und der Server, der muss dieses Request entgegennehmen und dann eine passende Antwort abschicken. Die Nachrichtenstruktur habe ich eben schon grob geschildert. Zum einen muss der Nachrichtentyp enthalten sein, worum handelt es sich, Anfrage oder Antwort. Zum anderen haben Sie die Anfrage-ID dort drin, damit ein Empfänger jeweils auch nachvollziehen kann, zu welcher Antwort eine Anfrage dann gerade passt und die entsprechende Antwort dann passend weitergibt intern. Die Anfrage-ID kann zum Beispiel aus der Prozess-ID und einem Sequenzwert bestehen. Wenn sie auf diese Art und Weise eindeutig ist, dann kann ich auch Dinge nachprüfen wie Zuverlässigkeit, ist hier kein Wert verloren gegangen in der Sequenz oder ähnliches. Sie benötigen in der Anfrage dann natürlich auch die externe Objektreferenz, dann die Methoden-ID, die man aufrufen möchte, und die eigentlichen Methodenparameter. Ich hatte Ihnen versprochen, dass wir auch über die Packungsbeilage reden. Welche Nebenwirkungen haben Sie bei entfernten Objektverweisen? Das eine ist sicherlich die Entkopplung. Das wäre erstmal sogar eine positive Nebenwirkung. Ihr Programm ist, wenn es das vorher als Monolith noch nicht gewesen sein sollte, nachher auf jeden Fall in dem Sinne sauber, als dass eine Modularisierung erzwungen ist, weil ja zwischen den einzelnen Teilen nur über Nachrichten kommuniziert werden kann. Und zum anderen ist auch eine Kapselung erzwungen, denn jeder direkte Zugriff auf eine Member-Variable wäre ja ein direkter Speicherzugriff. Also kann der Zugriff auf die Member-Variablen, die in einer Klasse ja jeweils den Zustand speichern, nur über Methoden erfolgen. Gleichzeitig können Sie neue Instanzen auch nur über sogenannte Factory-Klassen mit Factory-Methoden erzeugen. Sie dürfen also natürlich nicht versuchen, als Client jetzt irgendwie ein Objekt auf einem Server in Java-Terminologie mit new zu erzeugen. Das kann nicht funktionieren, denn Sie kommen an diesen Konstruktor nicht dran, sonst könnten Sie ja über new quasi auch Speicher auf der Serverseite belegen. Die dritte Nebenwirkung ist eine, die Sie aus den Grundlagen und aus den Systemmodellen auch schon kennen, nämlich es tritt ja ein neuer Fehlertypus auf hier, der aus dieser Verteilung resultiert. Und diesen Fehlertypus, den müssen Sie behandeln können. In Java RMI hieße das dann eine Remote Exception. Da werden wir im Detail gleich noch drauf kommen. Diese Fehlerbehandlungsmuster, die Sie dafür anwenden können, um mit diesem neuen Fehlertypus umzugehen, die habe ich Ihnen in dem allgemeinen Fehlermodell verteilte Systeme in der zweiten Sitzung schon vorgestellt. Kommen wir jetzt zu Java RMI. In Java ist die Idee, dass wir möglichst generisch einen Mechanismus anflanschen an bestehende Java-APIs, der es erlaubt, mit existierenden Features Objektinstanzen anderer JVMs aufzurufen. Und genau wie wir eben in dem allgemeinen Proxy-Pattern gesehen haben, wählt man für Java RMI diese Lösung, das Proxy-Pattern umzusetzen, also auf der Client-Seite Stellvertreterobjekte einzuführen. Diese Stellvertreterobjekte, diese Stubs, ermöglichen es jetzt als Proxy, Objekten, die auf der Client-Seite existieren, dass sie als Client Methoden auf dem entfernten Objekt, das normalerweise auf der Serverseite lebt, aufzurufen. Proxy und Serverobjekt müssen die gleiche Schnittstelle implementieren, das ist genau dieses Server-Interface. Und der Client kennt ja dann nur dieses Server-Interface und wird das benutzen, so wie es bei monolithisch sauberem Code im Grunde ja vorher schon war. Die Kommunikation, habe ich Ihnen eben schon gesagt, wird auch hier eben nach dem Request-Reply-Prinzip geschehen. Wenn wir das Proxy-Pattern, was Sie eben gesehen haben, allgemein jetzt auf Java RMI mappen, dann kommen wir dahin, dass wir einfach diesen linken Block, diese Client-Seite in einer JVM haben und den rechten Block, die Server-Seite, eben genauso.
Wenn wir jetzt auf die Architektur schauen, die Java hier darunter liegen hat, dann sehen Sie, dass es in Java hier verschiedene Schichten nochmal gibt, die unterhalb Ihres eigentlichen Codes sitzen. Der klassische Code hätte ja hier nur oben diesen Bereich mit kleinen Object-Server-Interface und dann im entsprechenden Server-Objekt. Gleichzeitig haben Sie dann in Java eine Stub-Skeleton-Schicht. Sie sehen, da drin stecken eben genau diese Stub und Skeleton. Und die JVMs selber müssen eine Remote-Reference-Schicht haben, müssen also wissen ihrerseits, wohin können entfernte Referenzen existieren, mit welchen anderen JVMs muss man hier interagieren. Und über das eigentliche Kommunikationsnetz, was sich jetzt hier im unteren Bereich befindet und wo als Standard natürlich Protokolle wie TCP/IP zum Einsatz kommen, die wir uns aber in späteren Sitzungen noch näher anschauen, auf diesem Kommunikationsnetz kommt eben das RMI-IIOP-Protokoll zum Einsatz. Java RMI, wie schon gesagt, versucht, möglichst viele bekannte Mechanismen zu nutzen und deswegen auch die bekannte Serialisierung, die Sie schon kennen. Es gibt ja das Marker Interface Serializable und genau das müssen alle Klassen umsetzen, die in irgendeiner Form über die Leitung gehen sollen, also wo in irgendeiner Form nachher ein Stub draus erzeugt wird, mindestens mal. Und das heißt, Serialisierung hieß ja, Sie erzeugen aus einem klassischen Objekt, erzeugen Sie einen Bitstrom in Form über 0,1. Ziel ist natürlich hier, dass derjenige, der diesen Bitstrom erhält und wieder liest und wieder in ein Objekt verwandeln muss, also der deserialisierende Prozess, der es zurückumwandelt, kein Vorwissen braucht über die Typen der Objekte, sondern einfach diese Serialisierung auspacken kann und wieder aufbauen kann, sozusagen. Sonderfall ist hier, dass Verweise auf exportierte RMI-Objekte als Scheinreferenzen serialisiert werden, indem man einfach den Stub als Wert übergibt und damit können andere Programmteile, die ein solches suchen, suchen dann genau nach dem Stub und können damit auch den richtigen Teil wieder ansprechen. Und das muss natürlich Vorrang haben vor der eigentlichen Standardserialisierung, denn ansonsten hätte die ja schon zugeschlagen und das Ganze anders serialisiert. Wichtig hier, nicht serialisierbare Objekte können nicht übergeben werden. Das werden Sie beim Coden aber auch dann ganz schnell feststellen, dass sich Java entsprechend beschwert, beziehungsweise die IDE Ihres Vertrauens, in unserem Falle meistens Eclipse. Das Problem, was Sie noch haben, ist, dass Sie die JVM mit dem Serverobjekt als andere JVM überhaupt erst einmal finden müssen. Wo ist also, wenn wir jetzt das Ganze von der linken Seite, von unserem Client aus betrachten, wo ist denn diese rechte JVM, die hier mit dem großen Fragezeichen markiert ist, auf der unser Serverobjekt sich befindet und von der aus vielleicht dann auch dieser Stub geladen würde? Die Lösung in Java RMI heißt hier eine RMI Registry. Die bildet einen sogenannten zentralen Namensdienst und dieser Namensdienst stellt genau diese Stubs bereit, damit Client-Teile eben Referenzen auf Serviceobjekte bekommen können. Dazu läuft diese Registry als Hintergrundprozess, als Dienst und bietet zwei Seiten an. Einmal die Serverseite, einen Registrierungsdienst. Man kann also ein Serverprogramm über die Java RMI-Umgebung ein Serviceobjekt anmelden, registrieren lassen und dazu erzeugt dieses Serverprogramm eine Referenz auf ein neues, eindeutiges Objekt, auf eine eindeutige Instanz mit einer Ortsbeschreibung und damit kann dann später ein Client, der über die RMI-Registry sich diese Instanz holt, das Ganze auch lokalisieren. Typisch als vorderer Teil die IP-Adresse oder Rechnername und dann optional der Port. Das kann entfallen und wird dann durch Standard ersetzt und dann natürlich die eigentliche ID, der eigentliche Identifikator, eindeutige Kennung für dieses Objekt. Auf der Client-Seite haben wir dann den Suchdienst. Der läuft auch auf der Registry und jeder Client, der etwas sucht, holt sich über diesen Suchdienst Namen für eine Objektreferenz von der Registry. Das heißt, ein Client gibt einen Namen an, kann sich auch eine Liste aller Namen ausgeben lassen und gibt dann einen an, wählt einen aus und sagt der Registry eben, gib mir dafür bitte eine
Implementierung, eine Instanz eines Service-Objekts. Inzwischen ist es so, dass wegen der Sicherheit diese Registry standardmäßig nur noch lokale Anfragen entgegennimmt. Früher sah das ganz anders aus, aber man hat inzwischen natürlich das Missbrauchspotenzial dort erkannt. Und diesen Fall, dieses Verhalten kann man aber nach wie vor überschreiben durch sogenannte Security Policies. Wie sieht dieser Registrierungsdienst genau aus? Das ist ein Interface, das Sie bisher noch nicht kennen. Der Registrierungsdienst heißt Naming und bietet mehrere Methoden an. Die für Sie wesentlichste ist das sogenannte Rebind. Sie binden also ein Objekt, eine Instanz, erneut an einen bestimmten Identifikator. Das ist hier dieser Name, dieser Name, der einfach als String angegeben wird. Rebind hat deutliche Vorteile gegenüber Bind, gerade darin, dass Rebind keinen Fehler wirft, wenn Sie das erste Mal etwas binden, sondern damit umgehen kann, während bei Bind es so ist, dass wenn Sie, sei es auch nur, um Ihren Code neu zu kompilieren und dann einen Hotcode-Replace in der laufenden Registry machen zu wollen, wenn Sie dann dort versuchen, Ihr eigenes Objekt zu ersetzen, wird Bind Ihnen genau diese Already Bound Exception werfen, während Rebind das Ganze einfach macht. Und die letzte Methode hier wäre ein Unbind, womit Sie also hinter sich sauber wieder aufräumen und Ihr Objekt als Implementierung für dieses Interface auch wieder deregistrieren. Welche Schritte gehen Sie jetzt, um eine Lösung für Java RMI zu erstellen? Gehen wir mal aus von einem sauber modularisierten Monolithen. Dort würden Sie auch ein Interface definieren, also Methoden eines Objektes O bzw. einer Klasse. Und im Fall von RMI soll das natürlich später dann ein entferntes Objekt O werden, das Sie nutzen können. Im zweiten Schritt definieren Sie den Serverteil der Anwendung. Mindestens hier eine Klasse K, die dieses Interface implementiert. Ansonsten hätten Sie ja nichts, was Sie über die Leitung schicken könnten als deren Stub. Und zum Zweiten eine Klasse, die ein Service-Objekt O als Instanz dieser Klasse K erzeugt und dieses Service-Objekt dann bei einer gestarteten Registry anmeldet, also registriert. Gestartet hier in dem Falle, weil Sie das Ganze gleich aus dem Server heraus starten können, diese Registry, und dann haben Sie die Gewissheit, dass für dieses eine Serverprogramm die Konfiguration der Registry natürlich auch optimal passt. Im nächsten Schritt definieren Sie eine Client-Anwendung. Client-Anwendung haben Sie vorher natürlich auch definiert. Was hier neu oder zusätzlich gegenüber klassischem Java ist, ist, dass diese Client-Anwendung eine Referenz auf ein Service-Objekt jetzt gerade das meistens, was gerade diese Klasse, dieser Service registriert hat, mit der Implementierung als Instanz von Klasse K. Der Client holt dieses Service-Objekt bei der Registry und kann dann dessen Methoden gegebenenfalls mit Parameterwertübergabe aufrufen. Im vierten Schritt nehmen Sie das sogenannte Deployment vor. Hier ist zu beachten, dass Java ja heutzutage den Compiler im Hintergrund immer automatisch laufen lässt und Ihnen Fehler dazu anzeigt, sodass Sie nach dem fehlerfreien Durchlauf durch Java sehr sicher sein können, durch Eclipse, dass hier alles passt, weil eben eine IDE wie Eclipse, eine moderne, Ihnen das alles bereits im Hintergrund erledigt. Sie müssen fürs Deployment noch die Daten verteilen. Das fällt jetzt auch nicht an, wenn Sie, wie in Ihrem Testfall, den Code erstmal lokal verproben möchten. Im nächsten Schritt gehen Sie zur Ausführung. Und ich hatte eben schon gesagt, Sie können die Registry selbst auch aus dem Server mit starten. Wenn Sie das nicht tun, ich habe das hier mal in Klammern geschrieben, dann sähe der Aufruf ungefähr so aus, dass Sie hier dem eigentlichen Kommando RMI Registry, was Sie in Ihrem JDK Bind-Verzeichnis finden, dass Sie dem noch Parameter mitgeben, -j für übergebe es an die JVM, -d und so weiter, dann die eigentlichen Parameter, die RMI Registry beachten soll, wo liegt mein Code, und die Registry wird eben klassischen in-house lokalen Code dann nicht zum Beispiel an Tests verfüttern können oder ähnliches. Also allgemein ist es sinnvoll, hier entweder wirklich eine dauerhafte Lösung für diesen inzwischen mit Java als schmerzhaften Weg zu finden oder den Server schlicht zu benutzen, um daraus die Registry gleich zu starten, bevor man dort Objekte erzeugt und anmeldet.
Im letzten Schritt starten Sie dann den Client. Und das gibt uns jetzt die Möglichkeit, tatsächlich in ein erstes Beispiel einzusteigen, in ein erstes kleines, das Sie sich dann im folgenden Video anschauen können.